Dafür hole ich jetzt auf die Bühne eines der Vorstandsmitglieder dieses Projektes, Jan Kraus vom Schulmuseum. Ja, guten Abend. Jetzt kommen wir zur, das was Gabi vorhin angekündigt hat, zur Lobhymne auf die AHA. Und Gabi hat mich gebeten, eine Laudatio zu halten und ich werde mich da mal drin versuchen. Gabi hat, als Missy mir die Anfrage geschickt hat, ob ich hier heute Abend ein paar Worte sagen könnte zur Jubiläumsfeier. War klar, dass ich das so nicht einfach absagen kann. Das Schwule Museum und die AHA haben eine lange Verbundenheit und da ist das irgendwie auch selbstverständlich, dass ich hier heute Abend unsere Glückwünsche überbringe. Doch wir werden das mal versuchen, der Reihe nach aufzuprüfen. 1974. Ein Jahr voller wichtiger und großer Ereignisse. Zum einen, Willy Brandt stolpert über die Guillaume-Affäre, tritt als Bundeskanzler zurück, Helmut Schmidt wird sein Nachfolger. US-Präsident Nixon scheitert am Watergate-Skandal und die Nationalmannschaft der BRD wird Fußballweltmeister. Am 19.03.1974 untersagt das Verwaltungsgericht München dem Allgemeinen Studentenausschuss der Universitäten die Mitgliedschaft im Verbund der Studentenschaften und hier in Berlin gründet sich die AHA. Die AHA ist damit der am längsten bestehende Schulverein. In frühen Jahren bildeten sich aus dem direkten Umkreis der AHA die ersten Schwulengruppen. So entstand hier zum Beispiel die Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche sowie die schwule Lehrergruppe der GEW. 1982 war die AHA mit über 200 Mitgliedern der größte schwule Verein Deutschlands. Seit 1989 findet in der AHA jährlich das überregionale Jugendtreffen der Warme Winter statt und viele, die daran teilgenommen haben, engagieren sich mittlerweile ehrenamtlich hier in der AHA. Aus den diversen Gruppenangeboten bildeten sich immer wieder eigenständige Vereine, wie auch zum Beispiel der Sportverein Vorspiel e.V. Was ich besonders ausnehmen möchte, ist, dass auf Initiative der AHA und der HUK 1989 am Neuendorfplatz der Gedenkstein für die schwulen Opfer des Nationalsozialismus in Form eines rosa Winkels angebracht wurde. Um jetzt hier wirklich alle Dinge aufzuzählen, dafür wäre die Zeit zu knapp. Und das alles aufzuzählen, wofür die AHA steht und was die AHA in der gesamten Community bewirkt hat. Was wir ganz begrüßen vom Schwulen Museum ist, dass mittlerweile ein Mitarbeiter der AHA bei uns im Schwulen Museum dabei ist, den gesamten Bestand, alles was die AHA gesammelt hat an Plakaten, Flyern, an allen möglichen Sachen, Briefverkehr, was es alles so gibt, der ist dabei, das bei uns im Archiv zu sichten. An dieser Stelle, dafür würde ich gerne an Felix ein Dankeschön schenken für dieses große Engagement. Wir vom Vorstand haben das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, weil wenn in 5 Jahren die AHA ihren 50. Geburtstag feiern wird, ist dann alles für eine Ausstellung bereit. So einen langen Vorlauf hat bisher noch keine Organisation oder Institution für eine Ausstellung in Anspruch genommen. Meistens muss bei uns alles irgendwie auf dem letzten Drücker passieren und dafür nochmal ein Lob und nochmal bitte einen schönen Applaus für Felix. Wir freuen uns jedenfalls, dass ein Mitarbeiter der AHA auch bei uns im Schwulen Museum ehrenamtlich mitarbeitet, wobei Felix nicht der Einzige ist, denn auch Gabi engagiert sich seit Jahren bei uns im Schwulen Museum.
Das Schwule Museum und die AHA haben eine langjährige Verbindung. Bei unserem Jahresempfang hier vor kurzem in der AHA, habe ich das dann schön gesagt. Sie sagte, wir sind hier, oder dass es schön ist, dass wir hier sind und gemeinsam feiern können, weil das hat auch immer so was, so ein bisschen was von nach Hause kommen. Denn 1985 gründete sich das Schwule Museum und machte in den Räumen der AHA in der Friedrichstraße seine ersten Ausstellungen. Die AHA ging dann 1989 weiter an den Währingdamm. Wir sind dann kurze Zeit später hinterhergelaufen und haben dann auch da neue Räume bezogen. Der Schwutz war in dem Moment auch schon da. Und so brachten wir alle gemeinsam ein aktives, schwules Leben nach Kreuzberg. Ein kurzer Satz, jetzt kommen wir ein bisschen was zu was Dunklem. Ein kurzer Satz zu der Zeit von 2008 bis 2010. Eher so ein bisschen was Dunkleres in der Geschichte der AHA. Viele Gerüchte gehen in diese Zeit und mittlerweile ist es so, es wird nicht mehr drauf rumgeritten. Was man aber so rausziehen muss, die AHA ging in dieser Zeit on Tour und war in verschiedenen anderen Räumen, Institutionen unterwegs, hat Shows gemacht und Veranstaltungen. Bis dann im September 2010 diese Räume hier in der Monumentenstraße bezogen wurden. Seitdem finden hier in diesen Räumen die unterschiedlichsten Gruppen und Veranstaltungen statt. Mittlerweile stellt sich der Verein auch breiter auf und ist Anlaufpunkt für Menschen aus dem gesamten queeren Spektrum. Die AHA war und ist eine zentrale Institution der Berliner queeren Szene. Vieles, was heute selbstverständlich ist, würde es ohne die AHA nicht geben. Wichtig dabei ist, dass die AHA nie öffentliche Förderung erhalten hat und es auch nicht wollte. Alle Entscheidungen werden nach wie vor basisdemokratisch getroffen. Gerade diese Unabhängigkeit macht die AHA zu einem wichtigen Sprachrohr und Meinungsgeber innerhalb der Community. Zum Schluss nun nochmal die herzlichsten Glückwünsche vom Schwulen Museum. Weiterhin viel Kraft, Mut, Engagement und auch Spaß für eure Arbeit. Bleibt, wie ihr seid. Vielen Dank.